Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Homeplate in Diamond City zusammen mit Curry. Ich denke, wir haben uns hier in der letzten Folge genug umgeguckt. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Schwenk durch die Stadt, gucken uns Diamond City noch einmal an. Und dann geht es auf in unserer Siedlungstour zur nächsten Siedlung. Ich weiß noch gar nicht, welche Siedlung das sein wird. Von Diamond City aus, was haben wir denn in der Nähe? Ist das der Fischreiertouren-Yachthafen? Kann das sein? Aus irgendeinem Grund möchte ich hier gucken, ob der irgendetwas für uns hat. Ja. Ja. Er hat Nudelschalen und aus irgendeinem Grund würde ich die gerne kaufen, aber ich weiß nicht mehr warum. Ja, hier sind so einige Händler, von denen ich vergessen habe, warum ich bei denen was kaufen möchte. Vielleicht, weil es einer der letzten Händler ist, wenn wir hier so eine Runde drehen und den ganzen Händlern ihre Kronkorken hier mal abknöpfen mit unserem aufbereiteten Wasser, dann ist er vielleicht der Letzte in der Runde. Aber auch Polly hier drüben. Komischer Typ ist in die Stadt gekommen und meinte, er hätte einen Notruf aus den Ruinen von Cambridge aufgefangen. Cambridge? Waren wir da schon? Mit Sicherheit. Ja, Polly, ich weiß, Polly hat da auch irgendwas. Sonst nichts. Na, dann zeig mal, was du hast. Klar, ich schau's mir an. Hab das gerade eben aus dem Kühlhaus geholt. Wo ist denn dein Kühlhaus? Woher weißt du denn, wie das funktioniert mit dem Kühlhaus überhaupt? Und auch hier weiß ich nicht, was wir von ihr wollen. Ich weiß aber, hier unten ist... Oh, da kommen wir gar nicht rein. Ach, da ist das Kühlhaus. Moment. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier noch etwas zu finden ist. Ah, hier ist das. Schnitte aus den Upper Stands. Genau. Warum ist hier kein Verkäufer? Ich will nochmal gucken, was es hier unten Schönes gibt, wer bei uns überlebt hat. Dr. Soon. Doc. Das ist hoffentlich ein Notfall. Ja, hoffentlich. Das Aussehen kann man hier ändern. Okay, kannst du mich heilen? Nein, was verkaufst du? Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Okay. Er verkauft aufbereitetes Wasser und er verkauft Ladungen. Ich glaube, die Ladungen waren ganz interessant. Wobei Desinfektionsmittel, Glas. Ja, Glas war mit Sicherheit interessant für uns. Und andere Ladung, das wäre noch Gummi. Na gut. Ist, vielleicht kriegt er die Lieferung noch rein. Heute ist ja Mittwoch. Und ich glaube, die werden mittwochs immer beliefert hier. Aber sei es drum, wir wollen ja nichts kaufen, handeln oder sonst irgendwie was machen. Wir wollen ja doch sonst irgendwie wollen wir was machen. Wir wollen unsere Siedlungen uns angucken. Und darum geht es los zur nächsten Siedlung. Was habe ich vermutet? Fischreiertouren, Yachthafen, aber sicher bin ich mir nicht. Könnte aber sein, dass das von Diamond City aus die nächste Siedlung ist. Diamond City ist ja jetzt nicht wirklich unsere Siedlung, aber einen Blick wert war es dann doch, finde ich. Kann man mal gucken? Ja, ein schöner Anstecker oder was das war. Ja, ich denke, wenn wir hier geradeaus durchgehen, dann kommen wir auch schon mal hin. Aber um ganz sicher zu sein, gucken wir mal im Pip-Boy nach. Wir sind laut Pip-Boy nämlich gar nicht auf der Karte. Wir werden gar nicht angezeigt. Genau, Hangman Sally, da waren wir letztens. Und das nächste könnte tatsächlich sein, der Fischreiertouren-Yachthafen. Mal sehen, ob wir ihn finden ohne Karte. Ja gut, wir wurden nicht angezeigt, weil wir gleich umgeschaltet haben auf die Versorgungsrouten.
In unserem Pip-Boy. Ach, das ist doch wunderbares, das ist doch super schönes Wanderwetter heute. Das ist doch astrein. Nichts, man riecht förmlich die frische Luft hier draußen und das helle Licht und keine bösartigen Kreaturen. Oh, da ist aber irgendwas Rotes. Ich dachte, die Sonne wäre da irgendwo. Das irgendwas Rotes, das könnte... Wer hat das gesagt? Hey, was ist hier los? Ich habe gerade noch gelobt, wie friedlich das alles hier ist. Wer war das? Augen auf. Die haben sich versteckt. Aber wo? Wer? Wo? Wann? Einfach ignorieren? Fischreiaturen! Oh mein Gott. Könnte sein, dass es da etwas zur Sache gehen wird. Ich sehe jetzt nichts. Oh, Freund oder Feind? Ritter der Bruderschaft. Wie, Moment mal. Das ist Moment, das wollte ich nicht. Wie, ich... abbrechen bitte? Nein! Raus hier, zurück. Aber ich drücke doch schon. Ach so. Okay. Warum schießt denn du auf uns? Oh. Da ist noch einer, oder? Ach, der hat sich nur... Der tut nur so. Darf er das denn? Dein Puls und deine Vitalparameter sind noch im akzeptablen Bereich. Ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, Curie, ich habe jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, was war hier jetzt überhaupt los? Wo kam der überhaupt her? Ich habe gerade sagen wollen, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, dem einen oder anderen vielleicht ja. Wir nehmen das alles mit. Ja, dann sind wir glücklich. Ja. Und? Sollen Sie sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Aber wir tun einfach so, Curie, als wären wir ein Leichenbeschauer. Ganz alleine so ein Bruderschaftler, das war jetzt aber... Das war jetzt aber nichts. Ob es dem einen oder anderen auffällt... Ja, ich habe eine neue Maus. Die neue Maus ist gar nicht so neu. Wenn ich ehrlich bin, ja, das war schon wieder jetzt ein Satz ohne Sinn. Eine neue Maus, die aber gar nicht neu ist. Hey! Vorsicht! Oh, hey, eine Herausforderung. Der hält was aus. Gut, er liegt. Wo ist der andere? Oh, Curie, der steht wieder auf. Mach doch was, hilf uns. Nein, ich glaube, wir haben es im Griff. Die neue Maus. Und die legen sich ganz schön schnell hin. Wer schießt denn hier mit Schalldämpfer, Curie? Bist das du? Wir müssen doch hier erstmal in Deckung gehen. Wo ist unsere Deckung? Curie. Gott, er ist übel verletzt auch, ja? Eine Herausforderung. Ja, aber wie? Aber hallo. Curie, schießt du da mit einer Erbsenpistole? Womit schießt du da? Sie hat wieder irgendwas aufgehoben von irgendwem, oder? Das wusste ich auch nicht, dass sie so etwas macht. Schaffst du den? Deine Erfolgswahrscheinlichkeit liegt nahe Null. Ja, Gift kriegt er ab, der Arme. Gift, dann Verkrüppelung hat er schon und jetzt liegt er sowieso da. Umkippen kippt er auch. Gewalttätige Neigungen verkürzen deine Lebenserwartung erheblich. Wir wollen noch Munition auch sparen, aber wir sind ja schon gleich da. Ach, das war jetzt schon mal ein bisschen zum Warmwerden. Was war mit der neuen Maus? Also... Ja, auf der Suche nach einer SIM-Karte. Ach, das dauert alles so lange. Ich kürze einfach mal ab. Ich habe gefunden, als ich so ein bisschen hier rumgesucht habe, nach einem Ladegerät für ein altes Handy. Wenn man dazu noch Handy sagen kann. Also es war wirklich ein uralt Ding. Hat auch nicht funktioniert. Aber ich komme schon wieder von Hölzchen auf Stöckchen hier. Es geht um die Maus. Da habe ich doch das Ladegerät auch gefunden. Aber davor
habe ich eine Maus gefunden. Die lag da rum und hat nichts gesagt. Kein Piep, kein nichts. Ich habe sie trotzdem angeschlossen. Und sie funktioniert. Das Rädchen ist ein bisschen... Das funktioniert nicht mehr so gut, aber... Der Rest, ihr seht das. Ich kann richtig arbeiten mit dieser Maus. Also, es funktioniert. Ich sagte ja mal vor einigen Folgen... Oh, ein Red Hirsch, ein Leuchtender auch noch. Curie, wir lassen den mal. Ich glaube, die machen nichts. Ja, ich sagte vor einigen Folgen, glaube ich, schon mal, dass ich da eine Maus gekauft habe, die schön geblinkt hat. Mittlerweile sind die LEDs auch kaputt. Die blinken jetzt in Dauer. Also das blinkt eigentlich gar nicht mehr. Die leuchten nur noch in Dauer. Ja, und die Maus war so grauenvoll. Ich frage mich, wer solche Mäuse herstellt. Das ist ja fürchterlich gewesen, das Ding. Wir laufen doch überhaupt nicht richtig hier. Also 10 cm vom Tisch weg und die hat immer noch reagiert. Das heißt, man hat eigentlich die ganze Zeit, man hat gar nicht ruhig irgendwie arbeiten können damit. Ja, sobald man die zur Korrektur mal etwas angehoben hat, ich glaube, da vorne müssen wir hin, war schon, da hat es immer noch reagiert auf alles. Ja. Diese Maus funktioniert aber so, wie man es gewohnt ist von einer Maus. Man kann schön anheben und ja, wenn sie weg ist vom Tisch, dann reagiert sie auch nicht mehr. So sollte es sein. Curie, komm, wir gucken mal, wer hier alles ist, so Neues. Oh oh. Hier draußen muss man sich... Okay, treffen ist nicht so einfach. Aber wir können ruhig das gute Gewehr nehmen. Curie! Was machen wir denn hier? Ohne Vorwarnung einfach so. Curie hat ihren Spaß. Curie, was machst denn du da? Wir nennen die Folge. Ja, es tut mir leid. Nein, so nennen wir die Folge nicht. Curie, es reicht. Wie viele Schuss hat er? Wo bist du? Hm? Ich sehe sie nicht mehr. Starte Suchprotokoll. Sie sind von meinen Sensoren verschwunden. Laut meiner Daten sollten Verletzungen durch Fahrzeuge erhoben die größte Gefahr darstellen. Stellt sich tot, stellen sich alle tot. Wir nennen die Folge du Fisch. Bist tot. Da ist ja noch einer. Ich glaube, der passende Ausdruck ist, als du das Setzekampf an mir hast. Ich bin noch intakt. Leitet aus. Oh, da bist du. Oh Mann. Wir nennen die Folge. Also, nochmal. Wir nennen die Folge Massaker. Wir, nochmal. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Curie! Die kleinen Sachen gehören in Kitchen als Beweismittel. Ich rede doch gerade. Lass mich! Ich werde diese Protokolle später auf relevante Daten prüfen. Ich hätte was gesehen. Aber nachher erst. Wir schauen uns das Feuer zu sehen. Warum sind hier so viele? Deutlich weniger davon gäbe. Ich schaue nach dem Schützen aus. Was verschwunden war, ist wieder zurück. Oh Mann, war hier irgendein. Hier gab es auch Siedler mit Namen, oder? Curie. Könnte zu Erkenntnissen führen. Den Versorger hast du da angeschossen. Komm, wir hauen ab. Schnell. Ja, wir müssen jetzt wegrennen, weil... Der Versorger sollte nicht unbedingt erschossen werden. Kann sein, dass der jetzt schon tot ist.
Ja, es tut mir leid, Curry. Es tut mir leid, liebe Welt da draußen. Warum sind hier immer noch 8 Leute? Das kann ja nicht sein. Wir müssen ohne Curry nochmal wiederkommen, weil ich glaube, hier ist doch irgendwer mit Namen und die haben doch immer so Spezialaufträge und so etwas. Sind Sie weg? Ja, wir hauen ab. Komm, Curry. Wir haben hier nichts mehr verloren. In der nächsten Siedlung werden wir unser Inventar aufräumen. Die nächste Siedlung übrigens müsste Somerville Place sein, oder? Ich habe doch gerade in den Pip-Boy geguckt. Ja, es tut mir leid, dass ihr das mitbekommen musstet. Es ist Somerville Place. Aber wir haben zu viele Siedler und Fischreiatoren. Ich glaube, das waren alles bösartige Siedler. Und mir fällt jetzt spontan, ehrlich gesagt, nichts Besseres dazu ein, als das musste sein. Gutes Training, Curry. Lecker Fleisch nehmen wir mit. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Oh, hoppla. Ein Boot? Ja, das ist nicht so schön hier. Die Gegend gefällt mir nicht so gut. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wie wir die Folge nennen, oder? Also ihr wisst das. Vielleicht, wenn ihr die Überschrift gelesen habt, irgendwas mit Siedlungstour, Amoklauf in Fischreiatoren, Yachthafen, das ist alles viel zu lang. Warum haben wir ausgerechnet da das Massaker angerichtet? Ah, das Fischreiatoren-Massaker. Ich weiß nicht, wäre das zu viel gespoilert oder geht das? Gewalttätige Auseinandersetzungen können eine Vielzahl von Verletzungen zur Folge haben. Das sind Stechflügler, Curry. Ja, das weiß sie doch, oder? Ja, was soll das bedeuten jetzt? Das sind Stechflügler. Haben Sie denn gar keine Selbstachtung? Ich frag mich das auch, Curry. Oh, was es hier überall zu sammeln gibt. Und den Hirnpilz nehmen wir auch mit. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind so gut wie da. Halt, Curry, sammel hier nichts ein. Das ist abstrakte Kunst, das gehört alles dazu. Ah, die Farben sind schon da. Vielleicht hat jemand versucht, das anzumalen und hat vergessen, welches der richtige Rotton für die klassische Jeans ist. Aber es sieht schön aus. Abstrakt eben. Gut, Curry, es geht weiter. Hier gibt's an jeder Ecke was zu sehen. Unsere nächste Siedlung für die nächste Folge. Die gibt es dann, morgen. Aber wir gehen hier noch schlafen. In einem richtigen Bett. So. Damit bedanke ich mich für euer Zusehen. Hast du gut geschlafen, Schatz? Für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge, in der Siedlungstour-Folge, haben wir das Fischreiatoren-Massaker überlebt. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.